muss er. Ja, jetzt zu spät. Dr. Matthias Zimmer ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Antrag der Linken ist bereits bekannt. Inhaltlich ist er bekannt, sprachlich ist er bekannt. Das Einzige, was sich heute geändert hat, war der Redner, der zum ersten Mal im Deutschen Bundestag dazu gesprochen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber man möchte sich doch wünschen, lieber Herr Rixinger, dass man Ihnen beim nächsten Mal ein bisschen mehr mitgibt als das politische Recyclingmaterial, mit dem Sie hier angetreten sind. Und wenn das, meine Damen und Herren, die Oppositionsarbeit der Linken im 19. Deutschen Bundestag sein soll, dann freue ich mich persönlich auf die intellektuelle Bereicherung durch die Oppositionsarbeit der FDP. Meine Damen und Herren, wir hatten gute Gründe, den Mindestlohn nicht vom Staat festlegen zu lassen, sondern von einer Mindestlohnkommission. Die ist paritätisch besetzt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die handeln den Mindestlohn gewissermaßen aus, legen das dann dem Ministerium vor, dass es dann umsetzt. Und der Mindestlohn folgt bestimmten Kriterien, die wir auch festgelegt haben. Und es gibt eine Berichtspflicht dazu. Wir haben gute Gründe gehabt zu sagen, dass der Staat nicht den Mindestlohn festlegen soll. Und zu den Gründen gehören drei. Erstens mal, ich bin der festen Überzeugung, wenn der Staat den Mindestlohn festlegt, dann wird der Mindestlohn politisiert. In den daraus folgenden Überbietungswettbewerben vor Wahlen können wir sicherlich nicht mithalten, zumindest dann nicht, wenn wir den Anspruch haben, als politische Kraft auch in die politische Verantwortung zu gehen. Und es soll ja noch Fraktionen in diesem Haus geben, die das durchaus wollen. Und wir würden den Mindestlohn vollkommen abkoppeln von allen wirtschaftlichen Prozessen. Das halte ich für schädlich. Zweiter Punkt. Ein Mindestlohn von 12 Euro verdrängt andere niedrige Tarifabschlüsse. Das müssten wir dann auch ändern. Und wenn wir schon dabei sind, dann legen wir doch gleich alle Löhne staatlich fest. Dann brauchen wir keine Gewerkschaften, lieber Kollege Birkwald. Und da Löhne und Preise zusammenhängen, legen wir auch die Preise fest. Das letzte Regime, das das probiert hat, ist krachend gescheitert. Man muss ja nichts aus der Geschichte lernen. Aber man kann es zumindest mal in Erinnerung rufen, dass es so etwas gegeben hat. Wir wollen, dass die Tarifpartner die Mindestlöhne aushandeln. Das ist eine subsidiäre Struktur. Subsidiarität schützt die Freiheit. Wir wollen eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, keine reglementierte. Meine Damen und Herren, im Antrag heißt es der Linken, der Mindestlohn von 8,84 Euro schützt nicht vor Armut. Das ist richtig. Der Mindestlohn ist eben keine sozialpolitische Maßnahme, sondern eine ordnungspolitische. Er soll Ordnung in den Wettbewerb bringen und verhindern, dass der Wettbewerb über Lohndrückerei erfolgt. Mindestlohn ist nicht der gerechte Lohn, von dem Adam Smith ebenso gesprochen hat wie die katholische Soziallehre. Mit einem gerechten Lohn würde sich die Politik vermutlicherweise überheben. Bleiben wir bei dem, was wir sinnvollerweise regeln können, nämlich einen ordnungspolitisch richtigen Lohn. So ist das. Das ist keine Politik der Ungerechtigkeit, sondern Ordnung auf den Markt zu bringen, ist die Voraussetzung von Gerechtigkeit. Dass Sie das nicht verstehen, ist mir schon klar. Meine Damen und Herren, der Mindestlohn, wie wir ihn festgelegt haben, ist weitgehend ein Erfolgsmodell, auch wenn wir jetzt hören, dass an der einen oder anderen Stelle Menschen den Mindestlohn nicht ausgezahlt bekommen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Diskussionen darüber nicht weiterführen, den Mindestlohn nicht zu kontrollieren. Wir müssen für den Mindestlohn auch vernünftige Kontrollen der Arbeitszeit haben, denn ich will nicht in eine Situation hineinkommen, in der dann später argumentiert wird, lieber keinen Mindestlohn als einen schlecht kontrollierten Mindestlohn. Ich glaube, das sind wir den Menschen in diesem Bereich auch schuldig, dass wir da vernünftig Kontrollen dann ausüben. Wir sind es den Menschen aber auch schuldig, dass wir mit dem Mindestlohn keine Experimente machen, wie es der Antrag der Linken vorsieht. Deswegen lehnen wir von der Union diesen Antrag heute ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Matthias Zimmer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es scheppert hier im Saal, wohl auf der rechten Seite von uns aus gesehen. Es hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern mit der Anlage.
Wir versuchen das jetzt zu verändern. Wenn es nicht möglich ist, geben Sie bitte den Technikern Zeit in den nächsten Tagen. Das war heute den ganzen Tag schon ein bisschen ein Problem. Einmal war es zu laut, einmal war es zu leise, einmal hat es gescheppert. Also bitte heute Abend scheppert es nur ein bisschen in der Bude und dann verspreche ich, wird das alles ganz anders, was den Sound im nächsten Jahr angeht. Und jetzt hat das Wort Bernd Rützel für die...